Hummel. Hallo, hallo, hallo. Einer ist mehr aus der Küche. Heute gibt es Crespelle. Wenn man mit Franzosen redet, dann haben sie das erfunden. Das heisst Crepe. Wenn man mit Italienern redet, dann haben sie das erfunden. Dann heisst es eben Crespelle. Es sind aber eigentlich so ein bisschen die... was heisst denn? Pfannkuchen. Ja, wahrscheinlich, wenn man mit Deutschen redet, heisst es Pfannkuchen. Das sind dünne so eben Crepe oder Crespelle. Die füllen wir mit ein bisschen Spinat und tun sie nachher ganz leicht überbacken. Nur leicht überbacken. Ganz leicht überbacken. Es ist ein vegetarisches Gericht. Es hat natürlich auch wieder mal völlig ungesund. Aber hey, es hat Spinat drin, wenigstens. Und zwar nehme ich das Rezept von der Marcella Hasan. Moment. Das Buch. Ja. Das ist die alte Ausgabe. Die neue Ausgabe ist in einem Verlag, in einem Schweizer Verlag rausgekommen. Sieht ein bisschen anders aus. Ist aber genau das gleiche Buch. Sie sagt da für 16 bis 18 Crespelle, das schaffen wir nie. Ich schaffe sie nie so dünn anzubringen, wie sie eigentlich müssten sein. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Das ist jetzt eben, darum habe ich ein Rezept, aber das ist jetzt nichts mit Eyeballing, wie wir es normalerweise machen. Sondern man muss wirklich das Zeug da abmessen und und schauen darauf, wie viel Gewicht und so, dass wir jetzt hier haben. So, es ist ziemlich easy. Es ist nur Milch, Mehl, Eier und Salz. Ich mache zuerst den Teig und nachher machen wir unseren Spinat. Milch. Zürichbieter habe ich da. Zürichbieter. Jetzt hat sie ein Viertel Liter. He? Liter. Ja, ja. Da müssen wir jetzt also wirklich. Also, ja, ja. Bin so. Dann folgen noch. Vila und Delfin, hallo miteinander. Schön sind ihr dabei. Mehl nehme ich so ein bisschen, weil ich nichts anderes habe, ist so ein bisschen, nehme ich halbweiss. Ich glaube, das ist das, was es noch gehabt hat. Dann solltest du das sieben. Das machen wir jetzt einmal. Ich bin da heute voll nach Rezept. Das sollte landen. Heute gehen wir einfach richtig. Heute machen wir es absolut korrekt. Natalie grüßt Carlin. Bitches Love Candy grüßt Carlin. Das sind ja gute Namen. Hallo. Also, ich sage es nochmal, es werden Crepe oder Crespelle. Die Italiener sagen Crespelle, die Franzosen sagen Crepe. Es ist eigentlich etwa genau das Gleiche, was wir machen. Ich mache jetzt halt einfach eine italienische Version, ein italienisches Rezept mit ein bisschen Spinat und Ricotta-Füllung. Das Rezept, das ich habe, wäre eigentlich mit einer Bechamel. Aber ich habe irgendwie keine Lust auf Bechamel. Die Bechamel ist zwar eine mega geile Sauce mit Mehl und Butter, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, heute sind wir ein bisschen funky und machen eine Füllung mit Ricotta. Ja. So, zwei Eier drinnen. So. Jetzt ist mir, glaube ich, noch ein bisschen Schale rein. Jeppi, Scheisse. Das ist immer das Gleiche.
Das ist der Grund, wieso dass wir einfach den Eier nicht auf. Also das ist eigentlich der Grund, wieso dass wir da nicht. Das ist eigentlich der Grund, wieso dass man die Eier nicht über dem Ding aufschlägt. Aber vielleicht finden wir es nachher, wenn wir es mal drin haben. Vielleicht hat es dann noch nicht immer bei Eier oder drin. Es ist immer noch Homecooking, gell? Also von dem her. Und dann hat das Einzige, was Marcello Hasan eben irgendwie ein bisschen komisch macht, ist Salzangabe in TL. Ich kann nicht gerne Salzangaben, die nicht im Gewicht sind. Das habe ich auch Manu, der mir hier im Ohr ist und die Regie macht, schon mal gesagt. So. Weil, wenn du das in so. Weil Salz kann sehr verschiedenes Gewicht haben. Wenn du natürlich irgendwie Salz nimmst, wo irgendwie so Fleur de Sel ist, dann hat das ganz ein anderes Gewicht, als wenn du Salz nimmst, wie wir da so normales. Halt Kochsalz nimmst. Ja. Wieso auch immer der Fall Obst 36 schreibt Ribkrimi und un. Hast du geschaut, ob der Kim Jong-un gestorben ist? Er ist nicht gestorben. In dem Fall. Ja gut, das ist gut. Oder weiss man es nicht, vielleicht ist es ein Aluhutträger, der das jetzt schon weiss, weißt du? Also, schau jetzt haben wir hier den Teig. Der kommt nachher in meine Gusseisenpfanne. Wir probieren es so dünn wie möglich, hier Crepe zu machen. Oder Crispelle, halt, wie es heisst. Und der Teig ist wirklich super flüssig. Ich heiz den Ofen schon mal vor, auf so 180 Grad, würde ich sagen. Ja. Übrigens habe ich noch ein Brot machen heute. Oh yeah, Bauernbrot. Wie geht's euch? Habt ihr auch schon das Brot backen in dieser Zeit? Das ist ja natürlich, heute ist ein Artikel im Tagesanzeiger, dass man es doch einfach die Krise soll Krise sein lassen und nicht ums Verrecken, soll irgendwelche Brüder backen und Sprachen lernen. Ich habe mich gut ein bisschen angefickt gefühlt, weil das heisst Brot backen und Japanisch lernen. Und ich lerne tatsächlich Japanisch und backe Brot. Japanisch lernen tue ich schon und Brot backen habe ich jetzt während der Krise angefangen. Aber danke, Dagi, für das. Jetzt machen wir Spinat und zwar. Was schreibt der David Simon Jung der Zweite? Ah, Looking at Things. Ja, ja, ja. Das Brot, das Buch habe ich. Warte jetzt schnell. Das kann ich schnell holen. Warte, ich tue euch da schnell abdecken. Es tut mir leid, aber ich habe das Buch da. Ich muss, das ist einfach zu meiner Privatsphäre halten. Das ist der Kim Jong-il. Looking at evacuated tubes. Looking at cotton. Das ist ein Buch. Ja, das ist der Kim Jong-il, der die Sachen anschaut. Das ist nicht Kim Jong der Zweite, das ist Kim Jong-il. Aber es ist ein Klassiker, den ich im Radio geschafft habe, hat dann mal jemand gesagt, Kim Jong der Zweite. Aber hast du mir jetzt gerade vorne gesagt, Manu, ich möchte dich da nicht bloßstellen. Aber tatsächlich, das ist Kim Jong-il. Sieht schon sehr fein aus, gell? Ja, das ist Rahmspinat da, glaube ich. Ja, natürlich. Ich habe gewusst, dass der David lädt. Danke vielmals, David, für deinen Kommentar. Ich weiss, es ist grossartig. Es ist ein Geschenk von meinem Bruder. Es ist nicht das Buch, das ich mir selber gekauft habe, das muss man sagen.
Delfin fragt, ob ich schon von klein auf kochen gelernt habe oder ob ich einfach ein Talent hatte. Ich habe nie ein Talent gehabt, wo ich ausgezogen bin, aber ich musste einfach kochen, als ich ausgezogen bin. Und das ist der Grund, warum ich angefangen habe zu kochen. Und nachher habe ich irgendwie gefunden, hey, es macht eigentlich noch Spass. Und ich glaube nicht, dass ich unglaublich talentiert bin, aber ich mache es einfach gern. Also, wie gesagt, mein Kumpel, der Koch ist, hat mir ja mal auch zugeschaut im Stream da. Und hat gesagt, ich würde den LAP nicht durchkommen. So. So, wir machen vier von diesen Knubbels da. Das ist einfach, weil ich noch vier habe. Gehen wir mal da rein. Und dann, was will sie eigentlich? Da komme ich eben noch nicht ganz super gehackt. Jetzt will ich mir gerade auf Mittelhinsen. Tschüss, Lila. Schau, geht sie schon. Genau. Jetzt sollen wir das hier schnell ein bisschen. Den Spinat schnell ein bisschen kochen. Den müssen wir nachher wieder so ein bisschen. Das Wasser, das ich jetzt dazu tue, damit geht es einfach schneller. Bis der da gekocht ist. Ja. Aber darum müssen wir den Spinat noch so ein bisschen auspressen, dass er genug trocken ist. Das machen wir jetzt da. Dann machen wir mal schnell eine kleine Bratpfannenbrat für die Zwiebeln. Und den Spinat nachher. Ja. Das ist fein. So. Da mein schönes Brot. Schaut jetzt mal das Brot an. Schaut mal das Brot. Das jetzt mal so da rüber. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich gut gekommen ist. Das ist da der Teig, den wir dann brauchen. Dann schönes Brot, ja, gell, ja, das habe ich schon gedacht. Ja, das ist tatsächlich ein schönes Brot, das kann man sagen, ja. Ich nehme da einfach so eine kleine Zwiebel ab oder nehme so eine Schalotte. Juppie Hackfresse, das hat ein schönes Brot. Ja. Ja, das ist der Julian, ja, das ist der Julian, ja. Ja, das ist der Julian. So. Komm, ich nehme da so eine. Ich nehme da so die zwei da. Die sind jetzt noch leid. Die finde ich jetzt gerade noch schön. So. Nadel reinstecken und schauen, ob es kleben bleibt. Ich glaube, den Trick musst du anwenden beim Brot. Und es bleibt etwas kleben. Nein, ist das nicht gut. Nein, also, was ich rausgefunden habe, der funktioniert natürlich beim Cake, funktioniert der super. Ja. Aber ich glaube, ein Brot. Also, kannst du schon machen, aber. Also, wenn dann noch etwas kleben bleibt, dann hast du. Ich mache es eben im Schmortopf rein. Das heisst, dass zuerst mal gar nicht so viel Farbe bekommt. Und dann nachher tust du es den Deckel weg und dann nachher bekommt es ein bisschen mehr Farbe. Aber eigentlich ist es schon fertig, wenn es nach einer halben Stunde so bei 240 Grad sollte eigentlich das Brot schon rein. Sollte nicht mehr kleben bleiben. Aber danke für den Tipp! Jetzt kommt dann auch der belehrende Meister, gell? So. Spinat tue ich ein bisschen runter. Jetzt habe ich euch ja schon lange gesagt, dass ich nicht mit so kleinen Messerli operiere zum Schneiden. Das mache ich tatsächlich nicht, aber um so die Zwiebeln mit vom Zeug in die Blüsse. Sind so kleine Messerli schon noch geil. Sie heissen ja auch Rüstmesserli. Darum. Aber für den Rest
brauchen wir den Bad Boy. Your bad boy. So. Oh, das hat mir fast noch einen Finger geschnitten. Delfin fragt, ob wir weitermachen, wenn Corona fertig ist mit den Kochvideos. Jetzt muss zuerst mal Corona fertig sein. Aber ja, ich habe schon Bock drauf, weiterzumachen. Aber ich glaube nicht mehr in dieser Kadenz, weil ich muss ja auch noch arbeiten, aber sonst. Also ich muss dann irgendwie ins Büro, sonst wird mein Chef irgendwie findet nach einer verdächtigerweise, dass ich nie arbeiten komme. Auch wenn ich von zu Hause aus Videos streame, irgendetwas zu, muss ich ja schon machen. Aber ja, also wenn ihr Bock habt, sagt es einfach schön weiter. Schaut, dass noch mehr Leute zuschauen und dann nachher machen wir gerne weiter. Ja. Tut es einfach spreaden. Facebook, Insta, whatever. So. Aber danke fürs Kompliment, Delfin. Ja, sehr gern. Für dich mache ich gern weiter. Also, jetzt tun wir das da schnell weg. Schaut schnell, wie es dem Spinat geht. Könnte für Mitarbeiter kochen, ja, das stimmt. Das Problem ist einfach, dass wir bei uns in der Firma kein Ding haben. Keine richtige Küche. Das heisst, ich kann genau aus der Mikrowelle Sachen machen. Oder ich mache was, meinst du, Manu? Ah, ich lasse die Leute zu mir heim. Ja, ich könnte wie einen Mittagstisch machen, ja. Dann verlieren wir aber ein bisschen Zeit und müssen noch irgendwie da hinkommen. Das könnte ich schon machen. Ja, es gibt jetzt mega viele so Leute, die einfach so ein für Leute kochen und dann noch das in Quartier verteilen. Das finde ich eine recht coole Idee. So. Also, jetzt wir die Zwiebeln hier ein bisschen anbröteln. Also die Schalotten. Schalotte. Oh. Das ist mir auch ein bisschen zu heiß, die Pfanne. Was ich eben am Kochen sehr gerne habe, ist, du brauchst wirklich alle Sinne. Oder? Du brauchst, wenn ich jetzt, dass ich jetzt gemerkt habe, dass die Pfanne zu heiß ist, hat mit dem Ton zu tun. Es hat zu fest so ein bisschen brutzelt. Und das heisst für mich, die sind zu heiß, die Zwiebeln. Bei einem Teig musst du so mega fühlen, musst du ihn reinfühlen, wie das Beschaffenheit ist. Und musst wirklich mit dem Gespür vorgehen. Augen brauchst du sowieso immer. Wobei ich auch schon mal mit einem Blinden geredet habe, der macht Küche. Der Sutter macht den Küche. Aber ja, du brauchst wirklich alle Sinne. Es ist nicht irgendwie nur, und der Geruchssinn sowieso, auch Geschmackssinn etc. Das ist das, was ich eigentlich am Kochen gerne habe. Nicht, dass jemand danach gefragt hat, aber ich sage euch das einfach. So. Also. Und die tun wir jetzt hier anschwitzen, bis der Spinat ready ist. Also ich tue das jetzt einfach wirklich abstellen, weil sonst sind die dann zu verbrannt. Der Spinat, der gefroren ist, hat man so ein too much. Danke vielmals. Es ist wie eine Kochschule, einfach die heiße Sheila. Nila.
Danke, ja, es ist wie eine Kochschule, aber ich lerne mit euch. Weil die Zwiebeln hier sind mir, die sind schon fast ein bisschen too much. Es geht noch, aber ihr seht jetzt, dass er weh. Das ist schon so ein bisschen braune Ecke. Das ist mir, die sind fast ein bisschen verbrannt. Das heisst, man lässt die noch ein bisschen sein, hä? Dann. Ja, genau. Die Blindkuh, ja, das sagt jetzt jemand in den Kommentaren. Ich habe nicht gewusst, kochen die auch Blinde? Oder sind es nur die, die servieren? Das sind auch Blinde, die kochen, hä? Weil ich glaube eben, tatsächlich ist das Schauen beim Kochen gar nicht so wichtig. Also wenn du blind bist, kannst du noch in der Küche. Also wenn du zum Beispiel gehörlos bist, auch, ja, das geht schon auch. Vielleicht ist das Schauen gar nicht so wichtig, oder? Du musst auch gut schmecken können, das ist schon so. Aber stimmt, ja, die blinde Kuh, ja. Gibt es die eigentlich noch? Dort wäre ich gerne mal angegangen. Die gibt es schon noch, hä? Ja, die hat sie, ja. Macht die keinen Halt. Corona macht keinen Halt. Nein, sag ich. Dummer Witz. Ganz ein dummer Witz. Naja, die blinde Kuh, ja, das stimmt. Ja. Und das ist aber noch, das ist dort, wie machen die das jetzt eigentlich? Früher hat es kein Handy gegeben mit Taschenlampen und so. Du bist wirklich einfach natürlich dort in einem dunklen Raum. Ja, wie jetzt? Ja, niemand mehr das Handy. Es hat einen, der nicht blind ist, in der Küche, schreibt er. Taxidos schreibt, es hat einen in der Küche, der nicht blind ist und für die Denkkontrolle zuständig ist. Ja, das ist ganz verrückt, ja. Ich glaube eben auch, weil ich bin noch nie gsi, aber ich glaube eben, es ist ganz ein ganz anderes Erlebnis, weil du dir gewöhnt bist, dass du dein Essen anschaust und du keine Ahnung hast von Texturen und so. Es gibt so ein Experiment, wo es probieren, die Leute die Augen verbinden und dann nachher tun sie Gemüse und Früchte und so geben. Und die Leute erkennen es nicht. Allein am Geschmack und vom Biss her und so. Sind irgendwie der Grossteil der Leute checken nicht den Unterschied zwischen einem Epiri und einer Banane. Was ich völlig absurd finde, weil ich selber noch nie ausprobiert habe, aber wahrscheinlich ist es bei mir dann genau gleich. Dass du nicht kannst im Blindtest herausfinden kannst, gut, Epiri und Banane ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir Gurken und Melonen. Das sind so zwei Gemüse, die aus der gleichen Familie sind, oder zwei Früchte. Entschuldigung, wach schnell, ich habe dich gerade aus Versehen ausgesteckt. Was? Sorry Manu, Auto. Meine berühmte Bolo mit Absinth Mojito. Ja. Sehr schön. Ja. Das ist eine kleine Story. Ja, ich habe in Portugal mal ein Bolo gekocht. und ich habe im Duty Free habe ich Absinth gekauft und wir haben nicht gewusst, was wir mit dem Absinth machen. Und dann habe ich einen neuen Drink gefunden. Das wäre der sogenannte Absinth Mojito. Ich habe ihn als gut verkauft und habe ihn einfach all meinen Freunden aufgezwungen und sie haben das auch irgendwie müssen. Aber man hat, also eigentlich hat man es nicht können saufen, das muss man schon sagen, das ist ganz klar. Aber irgendwie habe ich das so lang, so hoch gepriesen, obwohl ich selber gewusst habe, dass es ein Scheissdreck ist, dass man nachher dann mir einfach gesagt hat, nein, ist wirklich gut, dein Absinth Mojito. Das war aber tatsächlich nichts gewesen, muss man sagen. So.
Dann hast du eine Frage, Mila, wie man die Corona-Zeit findet. Ich finde es eigentlich noch easy, weil ich jeden Tag koche. Nein, es ist ja... Yeah, du, wir müssen jetzt halt einfach alle zusammen da durch und da können wir jetzt einfach nicht viel dagegen machen. Vielleicht wäre es mal noch easy, dass nicht alle an der Josefswiese rumhängen, der Josefswiese da in Zürich rumhängen und so, aber es geht da einfach auch ein bisschen um Solidarität gegenüber allen und so. Aber du, wir machen es. Wir machen es gemeinsam, oder? So. Dann... Schreibt der Karen Twerbold. Ja, hallo. Das ist ja natürlich ganz verrückt, dass du da reinschaust. Ja, danke vielmals. Ja, nein, du. Ja, das ist... ich weiss nicht, wie highlightig das ist. Das ist ein Kollege von mir. Karen Twerbold schreibt absolut highlightig. Ja, gut, ja. Du. Ich mache sonst nächstes Mal mit auf dem Gourmet-Schiff. Sage ich jetzt einfach mal so. Das ist ein Insider. So, jetzt tun wir das da mal da rein. Ihr seht, ich habe den Spinat so ein bisschen ausgedrückt, weil er hat mir zu viel Wasser drin gehabt. Und jetzt nehmen wir das da rein und dann nachher einfach, weißt du, das Ghetto da. Ich habe halt eben leider keinen Abwäscher. Das wäre normalerweise Manu seine Aufgabe da. Wo mir aber jetzt zugeschaltet ist, wo leider auch im Homeoffice ist. So, jetzt, Freunde, jetzt geht es richtig los. Jetzt machen wir die Crespelle. Jetzt soll ich das dann noch mal schnell erhitzen, das ein bisschen zusammen und so. Und dann noch eine. So. Hallo, ich höre dich fast nicht mehr, Manu, aber easy. Jetzt höre ich dich wieder. Jetzt machen wir die Crespelle. Jetzt haben wir ganz wenig Öl da rein. Ich brauche wirklich nicht viel. Ja. Weil ich kein Küchenpapier mehr habe, das ist ja Corona-Shit da. Tun wir da... Ah, ich werde von der Ferne beurteilt. Ja, scheiße, du Leck. Jetzt wird es natürlich ganz heiß. Jetzt darf ich keinen Scheiß erlauben, oder? So. Schau jetzt, ich probiere jetzt, ich weiss nicht, also die Scheiße ist wirklich bei diesen Crespelle, das ist jetzt, kann jetzt wirklich auch in die Hose gehen, wie jedes Mal, wenn ich kochen kann. Irgendetwas kann in die Hose, zum Beispiel jetzt das. Oh, 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 ja, ja, na ja, sonst nehmen wir nachher noch ein Ding. Sonst nehmen wir dann noch die Pfanne. Ich habe das mit der Gusseisenpfanne gemacht und ich meinte, dass sie genug beschichtet. Vielleicht ist es aber auch einfach zu wenig. Ich habe das normalerweise schon immer mit der Gusseise gemacht. Heute, jetzt verreckt es erstmal wieder etwas. Oder überhaupt erstmal etwas. Mal schauen. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt, ich werde von der Ferne beurteilt und die Beurteilung wird wahrscheinlich jetzt... Ja? Nein. Alles gut. Und alles gut. Ja, sicher ist das eine Top-Idee. Man muss jetzt noch schauen. Watch and learn. Und alles gut. Gusseisen ist eine absolute Top-Idee. Schau mal das an. Watch and learn. Was habe ich gesagt? Oh oh.
Naja. Ich sage jetzt mal Mittel, aber es kommt schon gut. Es kommt schon. Wir müssen jetzt hier halt ein bisschen, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Durch die erste Crespelle, die nicht so gut wird. Aber es ist im Fall wirklich, also... Ich wollte das mit euch machen. Ich wollte mit euch das auf Gusseisen durchziehen. Weil es muss funktionieren. Es funktioniert auch. Es funktioniert zum Mittel im Moment, aber es funktioniert nachher schon. Keine Angst. Nicht nervös werden jetzt. Schau mal. Ist doch tipptopp. Ich sehe das Problem nicht. Das muss einfach zuerst noch so ein bisschen, einfetten da und ein bisschen, das muss ein bisschen ziehen und alles und so. Und dann kommt das schon gut. So. Ja. Hauchdünn. Das ist eine Top-Idee, ja, das ist eine Top-Idee. Das finde ich eine Top-Idee, jetzt denke ich mal nicht so. So. Jetzt ist der mit dem Warmhalten ist ein bisschen das Problem. Das müssen wir aber gar nicht, weil wir den sie nachher so wie so noch im Ofen. So. Das ist einfach da am Rand ist es ein bisschen angeklebt. Naja. Kommt mir schon gut. Und gar nicht so schlecht die Crespelle. Das ist auch ein Problem nicht. Ein bisschen Öl, vielleicht noch ein bisschen Öl rein. Ein bisschen mehr, als ich vorhin rein da habe. So. Ja, das... Nein! Jetzt habe ich es versägt. Ja, du musst natürlich... Freunde, vielleicht wird es wirklich ein Brunz. Schauen wir das an. Ja, heute bin ich nicht gerade auf der Höhe, aber mein Gott. Alles gut. Ich habe es gerettet. Es ist alles gut. So, schau, Gusseisen muss man einfach Geduld haben. Manchmal ist es Geduld, die mir fehlt. In der Zwischenzeit können wir die Dinge machen. Jetzt machen wir mal das, die Füllung. Weil die Crespelle füllen wir nachher mit dem Spinat und so. Damit das aber richtig fetzt. Weil einfach nur Spinat wäre zu gesund. Gibt es noch ein nice Ricotta. Ricotta. So ein halber. Wie findet ihr das? Ein halber ist, glaube ich, nice. Ist der salzig? Nein, da. Nein. Alles gut. Ein halber? Ja, ein halber ist perfekt. Perfekt! Wenn es noch ein bisschen bangt, tun wir jetzt einen schönen Pfeffer. Vor allem genug Salz rein.
weiss, wir essen alle immer zu viel Salz, aber Salz fetzt halt einfach. Da haben wir jetzt halt einfach auch nichts dagegen gemacht. So, wollen wir mal schauen, ob das jetzt da wieder gut kommt, da. Ja, das kommt sensationell. Da soll mir jetzt noch jemand sagen, das gehe ich nicht in den Guss rein. Das ist nur da unten, wo ich ein kleines Problem habe. The heat is on. Nein! Nein! Schaut überhaupt jemand zu bei meinem riesen Fail oder können wir den Stream jetzt abschalten und gut ist? Oh, Jesus Gott, nochmal, du. Manu, bist du überhaupt noch rum? Bist noch da, hä? Ich höre dich jetzt einfach wirklich gar nicht mehr, aber vielleicht liegt es daran, dass ich mein Handy irgendwie auf leise eingestellt habe. Hallo? Nein, ich höre dich nicht mehr. Nein, aber das Problem dürfte bei dir liegen, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, oder dann liegt es bei mir, dann sind meine Kopfhörer durch, ist ja gleich. Hey, das ist ein scheiß Grissbälle, den ich jetzt hier gemacht habe, neben trotzdem. Ich höre dich wirklich nicht mehr, nur schnell. Leute, nochmal schnell neu, ja. Ich brauche da ja den. Oder das Problem ist bei mir. Ja, das Problem ist bei mir, meine Kopfhörer funktionieren irgendwie, glaube ich, nicht mehr richtig. Oder mein Handy gibt irgendwie zu wenig Output oder was weiß ich. Ja. Also, ich mache jetzt einen Blindflug in dem Fall. Der Manu ist mir nicht mehr im Ohr. Ich könnte schon noch Kommentare abgeben. Ich probiere sie noch irgendwie zu beantworten, aber wir haben im Moment effektiv das Problem, dass ich ihn nicht höre und nicht verbunden bin. Ich könnte die Kommentare immer noch hinterlassen, umso lieber. Jetzt könnt ihr auch über mich abfluchen, was ich eigentlich alles falsch mache an dem ganzen Zeug. Es ist nämlich vieles. Zum Beispiel das hier. Das ist nicht easy, das ist nicht geil. Aber hey. Ja. So. Schau mal, sieht doch nicht so schlecht aus. Sieht doch nicht so schlecht aus in der Gemeinde. Und das doch ein bisschen auf die Seite. So. Vielleicht müsste ich noch so einen Stecker haben, wie so das Zeug beim. Wenn man Gerät macht. Ich probiere jetzt doch noch mal einen Manu anzuleiten. Vielleicht ist es einfach auch mein Problem am Handy. So. Jetzt habe ich das Gefühl, der verreckt. Der ist jetzt zu wenig dick. Übrigens. Einfach damit die noch dabei sind, wenn ich da probiere, die Grissbälle zu machen. Da haben wir echt ein Problem. Schon easy. Ist nicht einfach.
Kann ich denn ein Grispellemeister sein? So, ich probiere jetzt nochmal Kontakt aufzunehmen, damit die auch wieder dabei sind. Ja, technisch, immer technisch. Ich habe mir extra neue Kopfhörer gekauft, bevor das Corona-Zeug da war. Wenn es jetzt an den Kopfhörer liegt, dann haben wir das echte Problem. Weil ich habe keinen Ersatz wirklich. So. Ah! Gut. Manuel? Manuel. Nein. Hallo Manuel, ja, du bist immer noch viel zu leislig. Aber es liegt an meinem Handy. Ich probiere nachher schnell etwas. So. Ich probiere schnell andere Kopfhörer, die aber nicht, die eigentlich normalerweise für mich nicht gehen. Weg schnell. So. Könnten die sein, die sind da. Aber ich glaube, das nützt im Fall auch nicht. Weg schnell. So, wir sind schnell auf eine kleine Reise da. Alle zusammen. Ihr kommt alle zusammen mit auf die Reise. Bei mir durch die Wohnung durch, abdeckt. Auf dem Handy, auf der GoPro, jetzt aber vielleicht wieder verbunden mit dem Manuel. Sali Manuel, hörst du mich? Manuel, hörst du mich? Manuel, hörst du mich? Hallo Manuel. Nicht. Also der Blindflug. Wir machen jetzt einen Blindflug. Ich glaube, der Manuel schreibt mir ein SMS, wenn irgendetwas nicht funktionieren soll. Aber sonst sind ihr jetzt einfach bei mir im Ohr rein. Ich habe kein Regie mehr. Auch nice. So. Aber die Grispellen kommen gut. Ich kann jetzt, ich stelle noch den Ding an, den Ton an, damit dem Handy, im Fall, dass irgendetwas nicht geht und so. Ich habe jetzt hier auf Vibra. Nicht, dass wir jetzt alle anrufen dazu schauen, weil sie denken, ja, Geiler ist ja nicht mehr verbunden. Bin mir aber sicher, dass jetzt das genau wird passieren. So. Also machen wir wie viel habe ich jetzt? 3 Grispellen. Ja, machen wir noch 2 Grispellen. Und dann. Dann sind wir dann auch bereit, um das Zeug in den Ofen hineinschieben. Und ich bin bereit für Klapsi. Ups. So. Wir nehmen das ein bisschen ab dem 4. Ja, das ist jetzt natürlich schade, schade Pomade, dass ich da nicht mehr verbunden bin. So, leider ist jetzt eben der mit dem Live-Beantworten im Moment nicht so ein Ding, aber hey, ich kann im Fall jetzt mich da selber einklinken und euch in YouTube-Kommentaren noch live. Hey, schau, es ist einfach. Oh, hoffentlich sind wir da drauf, fang schnell. Oh, nein. Absolutes Highlight ist es, ja. Drug Dealer Simulator habe ich als letztes gegoogelt. Das streamen wir morgen. Luxus. Mal schauen, ob wir überhaupt noch live. Ja, wir sind noch live. Ja, super, es geht ja. So, wieder Hans Jucker. Hallo Zürich, hören Sie mich? Absolut korrekt. Patschinken mit Nussbutter in der Masse in meiner Eisenpfanne. Ja, siehst du, das geht ja, sagt der Zacki Duss. Und es sieht tipptopp aus, sagt Delfin. Guss ist eine top Idee. Fallobst 36. Geht's einfach nicht dumm tun. Also,
Machen wir weiter. Des Weiteren machen wir da jetzt. Es geht dann gleich, wir sind gleich so weit, gell? Ihr könnt dann gleich ausschalten, wenn ich da meinen letzten. Ist ja gut. Das ist das Problem nicht. Wenn ich meinen letzten Palatschinken gemacht habe. Palatschinken! Wer sagt Palatschinken? Ganz ehrlich, du. Ja, wir machen noch zwei Gräsbälle und nachher füllen wir sie füllen und dann kommen sie in den Ofen und dann gönne ich mir noch einen kleinen Aperitif. Das habe ich mir verdient jetzt. Au! Das war dumm gewesen. Das war saumässig dumm gewesen. Machen wir es einfach so. Das geht ja. Ich bin ein bisschen nervös, es tut mir leid, ich habe kein Regime mehr. Ich mache einen Blindflug. Es geht nicht mehr. Es ist für mich zu viel. Es ist. Nervosität lässt langsam da. Lässt sich langsam da durchblicken. So, was ich jetzt anfangen kann machen. Das ist auf die Seite. Ist mal die Form hier einbuttern. Schaut, wir machen das einfach easy mob easy. So. Ain't no fun. So, und dann rausnehmen. Parmigiano. So. So, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich sehe euch das Problem gar nicht. Was machen wir da noch? Wir machen einen fetten. Einen absolut fetten. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, da weitere Dinge zu machen. So, und jetzt machen wir das so. Jetzt tun wir den hier rein. Geben da schön ein bisschen Füllung rein. Das ist viel wahrscheinlich, ne? Tun den so ein bisschen aufrollen. Und dann rein, in die Form. That's it. That's the whole story. Morning fucking glory. Selbe mit dem. Der, den du erst verwünscht, der hat jetzt natürlich den Jackpot gezogen. Die aufrollen. Tagarak. Was noch geil wäre gewesen, jetzt nachher mit Parmesan, aber ich tue den Parmesan nachher drüber, also von dem her, das spielt dann wie nicht so eine Rolle. So. Rollen Sie. Ist das nicht affengeil? Das Ganze. Ja!
Jetzt ist der Letzte noch verreckt. Du, wir haben schon mal am Anfang, der gut aussieht. Ich hätte den Letzten nicht so dick machen, ist jetzt gleich. Wir tun jetzt dann also ein bisschen das Beste retten daraus, was wir können. So. Das ist der... Das ist der missratene Letzte, hä? Ja, schaut, es sind spezielle Situationen, in denen wir uns jetzt da drin befinden. Aber es spielt gar nicht so eine Rolle. Fein sie wird es trotzdem. In den Ofen. 180 Grad. Vielleicht noch das Gitter rein tun, wäre noch geil. Würde sich wahrscheinlich noch lohnen. Und das aber in der obersten, ich will so wirklich so oberste Rille, damit das einfach schön überwacht, weil ich meine, gekocht ist ja eigentlich, außer der letzte. Rein. 20 Minuten. Bingo, bango, bongo. So. Seid ihr Freunde? Crespelle. Zum Abend nach dem französischen namens Grip noch irgendwie gerecht werden. Und weil ich jetzt sowieso ein bisschen Downtime habe, gibt es für mich noch einen schönen Tipp, was ihr machen könnt. Einen kleinen Corona-Drink. Gerade jetzt, wo man über den Mittag natürlich Zeit hat, oder? Und damit ich einfach da den Franzosen auch noch irgendwie meine Ehre erweise. Ich weiss, es ist natürlich all hässig, weil ich da Crespelle gemacht habe und gesagt habe, Crespelle sei ein italienisches Ding, eine italienische Erfindung und so. Und darum sind alle jetzt auch «Suit alors, putain de merde!» Tut mir leid. Als kleine Versöhnung mache ich mir hier einen schönen Pastis. Perfekt, um da zu warten. Über Mittag. Wie es jetzt Mittag ready ist. Das regt den Hunger an, da der Anis. Einfach ein bisschen über Eiswürfel geben. Kaltes Wasser dazu. Jesus. Es muss wirklich kalt sein, kaltes Wasser dazu. Nektar Gottes. Sehr gut. Zwischenzeit räume ich da schnell die Küche auf. Also, beziehungsweise ich probiere es. So weit wie es geht. Ja, wenn wir noch Sound machen. Jetzt kann ich ja Sound machen, weil ich den Mann nicht gefunden habe. Also. Haben wir noch ein Sound. Wahrscheinlich werde ich jetzt gelöscht von YouTube, weil irgendwie noch eine Copyright Claims und so. Oh, nein. Jetzt komme ich gar nicht mehr raus, was jetzt da passiert. Moment schnell. Krise sagen, also
Ich habe heute gesehen. So. Ah, wir haben das echte Problem, dass wir jetzt da wahrscheinlich über den falschen. Wir sind über den falschen Ding da verbunden. Es tut mir leid, ja. So. Leider kein Sound. Ich hätte wollen Prince, Sometimes It Snows in April. Es ist auch ein eine handgemachte Kochshow, muss man dazu sagen, gell? Also es soll jetzt einfach auch ein eure Kochshow sein. Es soll auch etwas lernen dabei. Jetzt räumen wir auf, oder? Miteinander und nachher sind wir dann schön. Ich glaube 20 Minuten sollte lange für die Crespelle. Crespelle. Ja, haben wir irgendwelche Kommentare reinbekommen? Bluetooth-Box, mediterran. Mediterran ist es. Ruhig Blut, danke vielmals, Beat. Der Jöl will wissen, warum ich Birkenstockfinken nicht mehr anhabe. Ja, das ist jetzt eben das. Ich habe jetzt neue Finken. Ich habe jetzt gedacht, für die regulären Zuschauer, die immer zuschauen, oder? Tun ich mal etwas ändern. Es gibt übrigens jetzt, also jeden Tag eine Schuhüberraschung. Also es lohnt sich auch schon da reinzuschauen. Ich wollte das eigentlich nicht verraten, aber der geneigte Zuschauer hat das jetzt schon gesehen. Es gibt jetzt jeden Tag neue Schuhe. Leider hat meine Freundin eben eine andere Schuhgröße als ich, aber für euch mache ich das. So. Wunderbar. Hä? Es soll einfach auch mal eure Sendung sein. Es soll auch mal euch ins Kochen sein. Wir haben heute ein Bälle gemacht. Die kommen jetzt gleich aus dem Ofen. Ihr müsst mir jetzt beim Aufräumen ein bisschen zuschauen, aber das ist halt einfach auch Live-Cooking. Oder? So verbringen wir unsere Tage. Oder? Das ist nicht immer einfach eine Kochsendung, wo man noch etwas vorbereitet, aus dem Kühlschrank zieht, sondern es ist Kopfdeck nochmal. Real. This is the real. Oh, das ist noch viel zu heiß. Was ist das? Real. Die gibt es nur mit. Die ist nur mit Wasser da. Dafür pfeift jetzt da halt Sometimes It Snows in April von Prince. Hey ja, jetzt sind ja die Kommentare, jetzt sind ja da die Corona-Zeit, jetzt müssen alle Bands noch irgendetwas coveren. Wenn ihr mich überhaupt noch hört. Und wenn noch eine Band Heroes von David Bowie covert, dann gehe ich aber persönlich dort vorbei und hau denen eins an die Schnurren an. Das ist der letzte Song, wo mir überhaupt nicht. Weil ich ihn scheiße finde. Ich finde ihn genial. Es ist ein absolut genialer Song. Aber er ist perfekt so, wie er ist. Ich muss jetzt nicht noch eine Latin-Version von Heroes von David Bowie haben. Der will sich im Grab umdrehen. Der Loco Esgrosito, oder wie der heisst, muss jetzt nicht noch eine Version. Zum Glück hat er das nicht gemacht, aber vielleicht bringe ich noch dumme Ideen. Muss jetzt nicht noch eine Version von Heroes machen. Der Song ist gut so, okay? Ich weiss, dass einer der einfacheren David Bowie-Songs ist zum Coveren und darum machen sie alles. Das könnte ich dir jetzt auch machen. Ich könnte dir morgen ein David Bowie Heroes Cover spielen. Ich euch morgen. Nein, spiele ich eben nicht. Das macht man einfach nicht. Das ist respektlos. Jetzt wissen das. Was ist der da? Sind wir dann gleich so weit? Der kommt da noch. Also. Stell dir vor, jetzt würden da der Köhle und der Traufer würden noch Heroes coveren. Aber auf Schweizerdeutsch. Und aber noch so ein bisschen mit ein bisschen Hardrock. Ah, jeez! Ist das eigentlich wahr, dass jetzt die Köhle und Traufer Konzerte abgesagt sind im Hallenstadion?
Wegen Corona? Das wär's jetzt noch natürlich. Das ist natürlich traurig, hä? So, Freunde. Wir sind gleich so weit. Ja. Ja, der braucht noch etwas, Ich habe noch etwas vergessen, Butter drauf zu tun, aber es macht nichts. Jetzt tun wir noch schnell ein bisschen. Geben wir noch etwas. Ich mache einfach das Zeug nie fertig. Ich bin immer so ein bisschen, ich bin 80% Aufräumer. Immer so das Gefühl, ja, ja, das ist schon gut so. Das ist Shit da. Klassische 80%. Ist dann für mich gut genug. Es langt dann gerade. Dabei könnte mir einfach das Zeug noch da versorgen, oder? Aber nein, es stimmt dann gerade für mich. Ich könnte mich da noch ein bisschen cleanen. Also. Hey, wir haben herausgefunden, dass in dem Stream am 12 Uhr jenes Zuschauer verloren gehen, weil die Leute auch im Homeoffice um 12 Uhr Mittag machen. Ich muss dazu sagen, ich mache auch im Homeoffice am 11 Uhr Mittag. Wenn ich es normalerweise im Büro mache. Aber offenbar sind die Angewohnheiten einfach so. Gell? Dann machst du einfach, ja, 12 Uhr, ja, nein, jetzt stelle ich ab. Das ist gut. Jetzt habe ich auf Arbeitszeit eine Stunde lang einem Idiot zugeschaut, der kocht und die Bälle verkackt. Und sich einen schönen Bastis gönnt am Mittag. Nicht so, dass ich am Nachmittag noch weiter arbeiten müsste, aber. So. Ja, ist noch jemand da? Der Oliver Eglin ist noch da. Bin ja gefahren. Kauf mal eine neue Pfanne. Ich brauche doch keine neue Pfanne, sagt der Oliver Eglin. Jetzt habe ich meinen eigenen Podcast gelost. Ja, das ist jetzt halt ein kleines Problem. Nein, es ist nicht mein eigener Podcast. Ich habe herausgefunden, dass der Podcast ist, den meine Freundin gerade am Hören ist. Und jetzt auf ihrem Handy den Bluetooth gekappert hat. Auch gut, oder? Vielleicht bringe ich es nachher. Vielleicht bringe ich es doch nachher, dass wir noch eine kleine Musik haben. Ja. So. So. Eine Musik. Damit jetzt wirklich alle wegnicken und ausschaltet aus dem Stream, channel ich für euch noch den inneren Radiomoderator. Ein Riesenhit. Aus dem. Moment. Ein Riesenhit aus dem. 71? Nein. Ein Riesenhit aus dem 86. Symbol. Prince. Er hat verschiedene Namen gehabt. Da ist er mit. Sometimes it snows in April. So. Die besten Ofenhändchen sind Feuerwehrhändchen, das wissen wir auch schon lange. Ich hätte noch ein bisschen Butter drüber tun. Aber das sind's. Crespelle. Crespelle mit Spinatfüllung. Und ein schöner Pastis. Das wäre der Prinz gewesen und ich wünsche euch ganz einen guten Tag zum Mittag. Habt's gut, morgen machen wir weiter. Morgen weiss ich eigentlich noch nicht, was es gibt. Ich nehme an, ich werde die Pfanne wieder brauchen, extra zum Trotz, weil ihr mich wegen dem jetzt hier versäckelt habt.
Es ist Mobbing. Es ist Mobbing. Tschüss zusammen.